Braucht jemand noch das Rezept für das Holzschwert? Ja. Nein. Dann hol's dir mal hier, wo ich gerade stehe. Mhm. Ja. So, was könnten wir denn jetzt noch machen eigentlich? Steht ja blöde Baum im Weg. Gleich kommen auch die Monsterchen raus, dann geht's ab. Oh, stimmt. Aber das ist jetzt eigentlich gar nicht mal so schwierig. So. Na, da müssen wir schon verflucht viele Wände bauen. Also wir könnten jetzt die Workbench auch einfach hier direkt sofort, also hier könnte man ja mittig so die Tür machen und dann die Workbench hier gleich am Eingang, dass man gleich reinkommt und baut am Eingang. Mhm. Wollen wir das machen? Ich mach das jetzt einfach mal. Die kann man ja auch noch umstellen, ist ja auch alles nicht in Stein gemeißelt. So, ich setze auch schon mal Wände dann zum Craften. Ja. Aber pass auf, da oben kommen noch Dinger hin, ne? Also noch zwei Floors. Oh, es wird dunkel. Die Wände sind eh sauteuer, also wir müssen da eh, glaube ich, eine ganze Weile machen. Ja. Ja, haut jetzt gleich hier so ein Monster, Monster. Ich hab gedacht, wir machen jetzt ein kleines Häuschen und dann weiter als Westen. Also, ich wollte eine Villa bauen. Ich weiß ja nicht, was du willst. Ja, doch nicht am Anfang. Mensch, das ist doch viel zu groß. Oh Gott, da lässt man die Kinder mal eine Minute alleine und die bauen hier direkt ein Megaparastin. Ja, natürlich. Und was ist denn mit der Logistik? Oh Gott. Ja, also ich würde sagen, das wird nicht größer. Wir hauen jetzt hier Wände bei dem schrägen Teil hin und... Oh Gott. Hör auf! Stopp! Ich mach dann nur noch einen Floor. Komm sofort zurück, nimm den Boden wieder da weg. Nur noch einer. Boah, die lassen mich nicht kästen. Jetzt ist erstmal Köpfen angesagt, glaube ich. Hm. Wie kann ich jetzt meine Magieattacke schon... Ey, das war meins. Das habe ich kaputt gemacht, das Monster. Da waren zwei, die für jeden eins. Ich habe keins bekommen. Echt? Ja. Verzeihung. Ja, so läuft das hier mit den Leuten. Ob man was wirklich lootet oder nicht. So eine Anzeige wäre cool. Achtung, Monster. Ja, mach mal. Ja, zwei sind kein Problem. Wenn sie von der gleichen Seite kommen. So, da kannst du haben. Nee, kommt nichts. Schade. Wolltest du mal nett sein? Ja, natürlich. Böses Huhn. Geh weg. Unser Haus. Ganz böses Huhn. Aua. Die Workbench hätte einen nach innen weiter gemusst, ne? Ach, ich hab's schon wieder vergessen mit den Wänden. Egal, ich baue sie gleich ab. Moment. Oder hat jemand schon einen Hammer? Ich müsste mir erst einen kaufen. Nee, brauche ich keinen. Einen? Nö, noch nicht. Ich mach mal schnell einen. Ich glaube, ich kann noch einen machen. Ja, ich leider nicht. Hab keine. Nee, da fehlt mir Stein. Ich muss Steinklöppel gehen. Ich kann auch schnell gucken nach. Ich brauche nur Stöcker. Ja, ich glaub, oh, Steine ich muss mal essen, sehe ich gerade. Ach du Scheiße. Oh, Monster. Das ist echt sackschwer, hier irgendwie Ressourcen zu farmen, wenn die ganze Zeit so kleine Monster kommen. Ja, nachts sollte man ja auch nicht rumlaufen, wahrscheinlich. Oh. Aber es macht so viel Spaß. Oh, ich habe die Rope. Ich kann die Rope wieder bauen. Yay. Ja, wir müssen ja eh in dieses Biom, wo wir dann die Materialien für die Rope herbekommen. Das würde ich natürlich als Bogenschütze sehr begrüßen. Ich fühle mich etwas nackt ohne meinen Boden. Ja, 2 gegen 1. Sehr heldenhaft. Das ist gut, dann kann ich in Ruhe bauen. Aus irgendeinem Grund kann ich meine Zauberattacke nicht benutzen, ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich Mana leer? Nein, ich habe sie ja noch nicht einmal benutzt. Ah, jetzt auf einmal geht's, komisch. Jetzt, wo die Monster weg sind. Ah, Mensch. Oh, Moment. Geh weg! Was machst du da? Ich mach die Wände nebenbei. Aua, hey, Insekt. Aua, verdammt. Mensch, das ist man gerade mal mit dem Inventar beschäftigt und wird voll überrannt. Ich bin mir ja gerade erschrocken bei dem Viech, was da vorbeigeflogen ist. Oh, Eis, yay. Baked Ham. Oh, geil. Ein Kochrezept. Und Clove. Jetzt können wir jetzt mit mir Bacon jagen gehen. Ist das nett? Oh, das ist nett. Und ich kann Clove herstellen. Das ist auch super. Da brauche ich Wolle. Okay. Hast du schon einen Hammer gemacht oder brauchen wir noch einen? Nee, ich habe noch keinen. Ich habe keine Dinger gefunden. Keine. Ich glaube, ich kann jetzt... Ich muss mal gucken, ob ich genug Steine habe. Oh
doch, Manu. So, eins für dich. Oh, Horn. Was mache ich da mit dem Horn? Das kann irgendwas mit den Fliegeviechern anstellen, wahrscheinlich erstarren lassen oder so, dass man sie jagen kann. So die Theorie. Ich find's nur nicht. Wo ist es denn? Horn, hier. Achso, das hattest du doch letztes Mal. Okay. Mhm. Das Problem ist, sobald du es auswählst auf der Leiste, ist es weg. Also benutzt du sofort. Okay. Na gut. So, ich habe jetzt nochmal 10 Wände gemacht. Oh, joa. Dann sind wir ja schon fast durch. Naja. Hat jemand schon das Ding entfernt? Den Hammer habe ich auch gemacht. Okay. Den werden wir dann auch mal gleich nutzen. Ja, dann kannst du gleich mal die Workbench da weghauen. So, mit der 4. Einmal bitte weg. Und wenn wir das Haus fertig haben, würde ich gerne mal eine kleine Pause machen. Dann stell die vielleicht doch mal irgendwie weiter hinten irgendwo in der Ecke oder so. Also nicht so, dass da ein Fenster stören könnte oder sowas, irgendwie eckig so. In die Ecke, okay. Also groß ist eigentlich die Haustür hier. Also ich muss sagen, so groß ist das Haus gar nicht mehr, wenn jetzt die Wände nehmen ganz schön viel Platz weg. Ja, vielleicht hier, guck mal, vielleicht hier in die Ecke, wenn wir hier die Haustür vorne machen, dass die hier so... Passt wir hätten schon längst irgendwelche Hexen oder Drachen töten können, aber nein, oder in der Wüste schmelzen können, und Mensch, mir wird alles verwehrt. Voll der Hausbau hier. Okay, ich habe keine Wände mehr, Mensch. Ja, ich kann gleich hier Workbench habe ich schon wieder vergessen zu platzieren, kann das sein? Ja, das kann sein. Workbench. Da steht jetzt eine niegelnagelneue Workbench. Denkt an euer Essen, ne? Hast du schon einen Wooden Bow, Marzino? Wie bitte? Den Bogen, Rezept? Den, glaube ich, habe ich schon. Ich muss mal kurz schauen. Craft, Waffe und Bogen. Ja, Pfeile habe ich auch. Okay. Ah, ich muss mal kurz Essen suchen gehen. Ich verhungere gerade. Komm her, ich habe, glaube ich, mehr als genug. Echt? Okay, Moment. Da sind 5 Rüben, damit kannst du dich satt essen. Moment, ich sammle hier gerade noch was. Komme. Wo soll jetzt die Tür hin? Na, vorne, da wo der Eingang ist. Hast du eine gebaut? Hier, vorne. Mittig, hey, ich bitte. Hab keinen... Weiß ich nicht, wo ist der Eingang? Hier, mittig dann. Ach so, ja, dann mach doch die Wand erstmal. Warte mal, ich baue eine Tür. Ich hab keine Tür gebaut. Ach, du hast schon? Nein. Achso, dann baue ich jetzt eine. Ja, und die eine Wand, die können wir dann nehmen, um hier dicht zu machen. Ach so, das geht nicht. Da muss mal jemand mit dem Hammer herkommen, weil ich habe keinen. Wir haben uns gerade eingesperrt, Marzino. Ernsthaft? Ja, das ist ja nett. Ich habe noch genug zu tun hier mit meiner Baumreihe, die ich wieder platzieren möchte. Oh Gott, Kinder, ich sag's doch. Da ist noch mal eine Minute nicht im Haus und die Kinder machen schon einen. Ich hab schon einen. Ja, ja. Wo ist der Hammer? Hier. Nein, ich hab schon. Geh weg. Hör auf, meine Bude kaputt zu machen. Ach, ja. Und das Geilste ist, könnt ihr hier nicht raus? Rein? Nee, tatsächlich. Huch, nee, das will ich nicht. Ich hab noch eine Wand, ich stell die hier hin. Ja, ist das richtig? Ja. So, ein paar Bäumchen müssen wir jetzt noch setzen. Hey, wir haben es geschafft. Wir brauchen jetzt nur noch ein Dach. Yay. Ja, ich habe schon mal viel gebaut. Ich bin dafür, dass wir jetzt eine Mission machen. Nicht Dach? Kein Dach. Unwichtig. Wir haben ja eh nicht genug Holz. Dann können wir doch mal schnell hier die Mission abrocken. Ein bisschen Holz dabei sammeln. Okay. Aber jetzt, um die Zeit? Also es ist 10 Uhr. Schaffen wir das? Ja, ist doch egal. Wir können auch wieder weiterziehen. Was machst du da? Ja, Bäume setzen. Aber das sieht doch voll furchtbar aus. Das sieht aus das wie ist so unsere ein... Verteidigungslinie. Wenn die Monster kommen, dann verheddern die sich erstmal in diesen ganzen Baumgestrüpp. Nee, ich bin wie bei Seven Days Today wieder, wieder die Einzige, die sich da verheddert. Das ist auch so geplant gewesen. Aber okay, wollen wir Quest machen? Ja. Ja, können wir. Okay. Dann los geht's. So Leute, es wird spannend. Vom Hausbau gehen wir jetzt... Ach, das ist gar kein... Ach, der ist eingefroren. Ich dachte, hier kommt man gar nicht rüber. Mensch. Immer schön die dicken Bäume mitnehmen. Wir brauchen ein Dach, sonst... Naja, ich wollte gerade sagen, wird's kalt über dem Kopf. Aber die Schneemänner bevorzugen das ja wahrscheinlich mit dem kalt über... Ja, warum bauen wir uns eigentlich ein Holzhaus mit Kamin? Ich meine, würden wir da nicht eigentlich sterben mit einem Kamin? Oh, das dauert schon eine Weile. Wir leben gerne gefährlich. Wir lieben das Risiko. Merk schon. Eigentlich müssten wir uns doch ein Iglu bauen.
Ein Iglu, ja, ein Iglu wäre nett, aber ich wollte gerade vorschlagen, vielleicht sollten wir dann auch darauf achten, wenn wir in dieses abgestorbene Biom kommen, ob unsere Temperaturanzeige sich jetzt verändert. Wir sind bei 50 Grad. Ja, ich habe schon mehr geschafft, mein Schwert falsch zu machen. Oh, hier ist Bacon, hier ist Bacon. Wollen wir Bacon machen? Wir haben doch das Rezept, oder? Ja, ich habe Bacon, Baked Ham oder sowas. Ja, dann kommt mal zu mir. Ich bin... Wo bist ich bin, du denn? Ich bin hier. Oh, ich habe ein Schwein. Ich bin genau hier. Na gut, dann... Warte mal, mein Zauber ist nicht da. Nein, das ist das andere. Oh, hier. Das ist... Ich war nicht mein Ziel. Aber ich möchte das da. Wo seid ihr denn? Ah, das gibt ein paar schöne Bögen. Warte doch mal. Für den Bogen, ich weiß gar nicht, wo ihr seid. Habt ihr schon gekillt, oder? Nee, ich habe auf euch gewartet. Ich habe nämlich die Befürchtung, dass gleich was Großes kommt. Ach verdammt. Los geht's. Ach, ich hasse das mit dem Scheiß. Du bist ein sehr optimistischer Magier. Ein sehr optimistischer Magier. Ja, das funktioniert immer nicht. Das dauert zu lange. Wo bleibt denn eigentlich Mutterschwein? Aua. Achso, Level up. Ich dachte gerade. Ha, ich loote dir alles weg. Ich loote dir alles weg. Hier, diese Eulenviecher. Ich habe Eulenfleisch bekommen. Hier links sind wir die Eulendinger. Wo will ich aussehen? Mit Eiern. Wo denn? Ja, aber dafür haben wir wieder kein Rezept, oder? Die geben ja kein Bacon. Ah. Hier ist Bacon. Weiß nicht. Und oben sind Eier. Cool. Aua. Aber ich bin... Ah! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Hast du jetzt gerade versucht, die Eier zu nehmen? oh Gott, Hilfe! Ist ja wie bei uns da. Die gehen auch zurück. Die sind aber groß. Die gehen zurück. Die gehen zurück. Oh, ich muss mal essen. Ich doch nicht mit so etwas Großem an. Wir haben nur Holzschwerter. Sehr gut. Ich wusste ja nicht, dass die mich gleich angreifen. Hab mich mal kurz vollgefressen. Oh, hier ist noch einmal Bacon. Die machen aber schon ganz schön heftig Schaden. Ach so, könnten wir vielleicht kurz, bevor wir bei der Questerfüllung sind, mal kurz die Aufnahme einmal beenden und wieder neu starten? Wir müssen, glaube ich, eh noch das Gebiet finden, wo wir hin müssen, oder? Aber ja, können wir machen. Okay. So, Leute, kommt mal kurz zusammen für einmal Abschied. Also, wir sehen uns denn, ich weiß gar nicht, ob der Cut hier überhaupt gesetzt wird, aber wir tun jetzt mal so, ja, also, ich hoffe, bis hierhin gefällt euch das Let's Play schon mal und ihr habt Spaß daran und, ja, also, uns macht das Spiel auf jeden Fall super Laune, glaube ich. Macht's euch Laune? Auf jeden Fall, ich liebe es. Okay, also, wir lieben es, wir sind begeistert, ich hoffe, ihr seid auch begeistert und liebt es und, ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge, bis dann. Tschüss.